oben auf dem Füllstand können wir nachkontrollieren, wie wir das gerade machen. Ich kann nur sagen, sieht gut aus. Richtig schön. Fahrt ruhig durch. Realismus pur. Ach ja. Das ist solche Simulatoren, die verkaufen sich aber, glaube ich, auch echt gut. Weil Menschen, die voll auf Realismus stehen, die kommen hier richtig auf ihre Kosten. Weil in der Regel ist es ja tatsächlich so, wenn du Ski fährst oder sowas, du bist nahezu sicher, weil wie willst du nur da sterben? Oh, jetzt präpariere ich, glaube ich, gerade eine fremde Piste. Ist ja gerade nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen ja nur Piste 5 präparieren. Ich glaube, später kannst du gar nicht mehr jede Piste präparieren, dann musst du dir einen Helfer einstellen. Stellt man sich das mal vor, wenn ich jetzt jede Piste so runter und hoch fahre. Okay, kann ich schon. Ich glaube sogar... Oh Gott, das macht mir Angst. Ich glaube sogar, dass es Leute gibt, die sowas machen. Nichts an euch, aber... Es gibt da Sachen, die ich mir unterhaltsamer dann vorstelle. Man guckt sich auch mal dieses Texture-Morphing an. Das ist besser als bei Skyrim, dass man hier rüberfährt und die Textur sich verändert. Das ist Technik. Das ist ganz großes Kino. Und sehr, sehr krass. Also, muss ich sagen. Mein Lob. Respekt. Oh Gott, und jetzt die Kurve und und ein 360, weil wir es können. Und noch ein 360, das ist besser als Driften. Zack. Und yes. Wir haben es, glaube ich, gleich. Oh. Sieht doch gut aus. Also viel mehr kann man da noch gar nicht zu machen. Dummerweise verhalten die sich gar nicht anders, wenn sie runterfahren. Als wäre mal auch mal so ein Lebensziel, das ultimative Simulationsspiel zu machen, was wirklich richtig gut ist. Ich glaube, die Jungs von Astragon sind da nah dran mit ihren letzten Simulationen. Die sind ja so bombastisch. Also dieses Spiel hier ist gerade echt auch von Astragon. Benutzt, glaube ich, die gleiche Engine wie der großartige, phänomenale, unschlagbare, nicht zu toppende Landwirtschaftssimulator 2012. Und 2011. Und 2010. Und... 2013 kommt auch wieder einer, garantiert. Weil es ist einfach, verkauft sich wie geschnitten Brot. Das ist einfach super. So, Jungs und Mädels, haben wir's. Naja, aber viel mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Ups. Ich werde jetzt hier nochmal ordentlich die Zeit vorspulen und dann... Also soll ich die echt auf 100%? Weil ich habe ja einen Auftrag bekommen, oder? Nee, ich habe keinen Auftrag bekommen. Auftrag habe ich nicht bekommen. Jetzt fast vergessen. Der Auftrag war ja das andere. Ja, wir können jetzt hier einfach nur die Nacht durchpräparieren, würde ich sagen, weil ich vermute sogar, dass wir keinen Schlaf brauchen. Warum denn auch? Sehr geil. Ach ja. Ach, haben wir das gerade gar nicht unten gehabt. Dann hätten wir hier gar nicht mehr rüberfahren brauchen. Ich denke, von 7 bis 18 Uhr ist das offen. Wir fahren hier runter wie bekloppte Säue. So. Was können wir denn hier noch kaufen? Eine Einrichtung. Je nach Größe der Station stehen mehr oder weniger Einrichtungen zur Verfügung. Das ist sehr interessant. Das ist ein Parkplatz für 120.000, natürlich. Da ist doch einer. Park doch. Das hier wird wieder ein Hotel sein. Hotel, hm? So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt geschlagene 4 Uhr. Autos fahren hier noch fleißig rum. Sind die Skileute auch noch fleißig dabei? Das hier ist doch auch unsere Station, oder? 5 Uhr. Hm. Die Piste ist sauber. Hier geht's hoch. So, was haben wir denn hier? Ah, nee. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Eigentlich wollte ich ja... Wollte ich mir ja mal den Preis angucken. Vielleicht können wir den anpassen. Oh, wieder was Falsches gedrückt. Wieder was Falsches gedrückt. Oh, 7 Uhr. Die Kasse klingelt. Die Leute sind wieder da. Ich werde die Geschwindigkeit wieder runterstellen, damit wir was von diesem wunderbaren Treiben mitkriegen. Also... Neue Fahrzeuge.
Montag. Was habe ich denn an Einnahmen? Einnahmen durch Mission, Einnahmen durch Anlagen. 658 Euro habe ich durch Anlagen. Mhm. Und durch Tageskarten 2700 Euro. Ach, wunderbar. Und was habe ich an Betriebskosten? 3874 und 865. Also, ich muss schon sagen, ich bin richtig stolz auf mich, dass wir jetzt mal dem, ohne die Mission hinzuzurechnen, aber nur durch unsere Tageskarten und durch unsere Anlagen, ja, decken wir voll unsere Betriebskosten. Sowas ist ein effektives Unternehmen, meine Damen und Herren. Das möchte ich nur mal euch vor Augen halten. Nicht, dass es heißt, dein Unternehmen ist scheiße, Rio. Das ist alles voll der Rotz. Nein, mein Unternehmen ist gut. Hä, wo kommt jetzt der zweite Helikopter her? Yeah! Offroad. Ah, ich habe nur diese beiden Fahrzeuge dummerweise. Das ist etwas müde. Etwas ermüdend. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Der Qualm, der Auspuff. Es geht wieder. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren mal da hoch. Wir können uns zwar sowieso nichts leisten, aber was sollen wir hier anderes noch tun? Also wenn man mehrere Anlagen hat, könnte das richtig, ja, wie ein Rollercoaster Tycoon sein eigentlich. Dass man nur noch, durch seine Anlagen fährt. Was ist das denn hier? Excelsior, the most advanced Alphorn in the world, by Hartmann. Ja, also, Waldhorn kaufen bei Excelsior. Das ist auch, also ich wünsche mir ein Waldhorn zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Zu Weihnachten wäre, glaube ich, passender, dann habe ich schneller. Jede Station in ihrem Besitz besitzt eine Reihe von Anlagen, die sie kaufen können und umbauen können. Die sie kaufen und umbauen können. Das Angebot reicht vom Mindeststand bis zur Helikopterplattform, je nachdem, welche Geschäfte sie anbieten. Die Skistation Stampferstock braucht dringend eine Kistenladung neu gedruckter Tickets. Fahren Sie mit einem Transportschlitten zu dem grün blinkenden Ring auf der PDA-Karte, um die Fracht abzuholen. Erstmal brauche ich einen Transportschlitten. Das war, glaube ich, warte mal, P komme ich in die Fahrzeuge. Hier, Transportschlitten, abholbereit. Ja, kein Plus ohne Investition. Den müssen wir jetzt natürlich auch erstmal abholen. Also fahren wir die Piste runter. Grün blinkend da unten. Und der Transportschlitten, der müsste jetzt wieder da am Eingang stehen, wo wir auch den hier aufgegabelt haben. Wenn ich wüsste, wo das war. Wo ist denn der Shop? Normalerweise. Hier ist die Info. Jetzt die große Frage, meine Damen und Herren. Wo ist der Shop hin? Hier ist er nicht. Und hier haben wir uns erstmal quer gelegt. Mal durch die Stadt ein bisschen pesen. Was ist denn hier los? Mensch, Schlitti. Jetzt komm. Sei ein braver Schlitten. Sei ein braver Schlitten. Du kostest mich nur Geld und Zeit. So ist brav. Ich lasse jetzt dieses blöde Ding mal hier. Ich glaube, das stört mich nur beim Fahren. Das flattert so ergonomisch im Wind. Deswegen passt es, glaube ich, nicht ganz so. Wo ist denn dieser blöde Shop hin? Kann mir das mal einer erklären? Was ist eigentlich, wenn ich dieses Ding im See versenke? Habe ich dann keins mehr? Ich glaube, das probiere ich irgendwann mal aus. Aber nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Das wäre nicht so gut. Da ist eine Telefonzelle. Da ist ein Transportschlitten. So. Hieß es nicht, der steht am Shop bereit. Das hier ist doch kein Shop. Ist das ein Transportschlitten? Kann ich den nehmen? Nee, das ist keiner. Nee, natürlich nicht. Das war dieses komische Ding mit dem Gartenzwerg drin. Hier ist ein Parkplatz. Da ist meine Raupe. Ach, da hinten. Guck mal, da hinten ist das Einkaufswagen-Symbol. Jetzt fahre ich also einmal an meinem Ziel vorbei, nur um meinen Transportschlitten abzuholen, der einfach mal komplett am anderen Ende der Welt ist. Naja, ich drücke mal nur geradeaus. Also, man könnte meinen, dieser Schlitten hat eine engere Beziehung zu der Laterne, da er so genau auf sie zusteuert. Haha, wie geil, habt ihr die Autos hinten gesehen? Wenn nicht, spult mal einen Moment zurück.
Ist das hier alles meins gerade? Hier kann ich mir die Schneekanone noch angucken. Guckt euch mal die geile Schneekanone an, die will ich haben, ey. Ich hoffe, ich kriege jetzt 160.000 für den Auftrag. Ich meine, ist doch das Mindeste, wenn ich ein bisschen Papier irgendwo hinkarre. Können Sie mal ruhig schöner in die Tasche greifen. Ja, wieder so ein ergonomischer Schlitten, der mich überhaupt nicht beeinflusst. Ich bin genauso schnell wie vorher. Wir rasen jetzt einfach auf diesen grünen Berg von Kisten zu. Und hier, wir haben ihn direkt aufgeladen bei 60 km/h. Weil wir etwas Besonderes sind. Scharfe Kurve nach rechts, das Auto gerammt. Einfach mal umgekarrt. So muss das sein. Denn hier geht es nur um Papier. Oh. Entweder Bäume oder Laternen. Ja, diese Steuerung ist einfach großartig. Ab auf die Piste hier mit unseren Kartons. Weil eine andere Straße nach oben haben wir ja nicht. Wir müssen auch die Piste benutzen. Es gibt auch keine Nebenwege oder so. Sowas braucht man in einer geführten, in einer gut geführten Skiregion nicht. Keine Zufahrtsstraßen zu höher gelegenen, Skistationen. Nein, das läuft einfach alles, indem man auch über die Skipiste fährt. Oh, die ist aber schlecht gewartet hier. Mensch, Mensch. Wenn das meine wäre, ne? Ich würde das ja nicht so durchgehen lassen. Ich würde die ja fleißig warten. Wenn man sich mal überlegt, die Skipisten zu warten, ich weiß ja gar nicht, ob der Helfer nur für eine Skipiste 20.000 kostet oder für alle. Aber dann würde man ja, das wäre voll Minus. Dann würde ich mich ja lieber gerne als Helfer hier einstellen. Wie soll man mich als Helfer einstellen und ich warte denen hier eine Skipiste und kriege dafür 20.000 Öcken? Das wäre doch mal was. Und wo ist eigentlich die Tankstelle? Ich habe nicht mehr so viel Sprit. Beziehungsweise 42 Liter nur noch. Wenn ich wieder unten bin. Wahrscheinlich ist es so realistisch und schon auf die zukünftigen, also auf Future gemünzt, dass Benzin hier so eine Ladung für den Kleinen einfach mal 1.000 Euro kostet. Okay, 1.000 wäre vielleicht übertrieben, aber ich würde schon, ich würde mal sagen 500 Euro, wa? Also bestimmt im schönen, mehrstelligen Bereich. Und wir fahren hier gerade voll an den Arsch der Welt. Finde ich cool, wenn Missionen einen so einfach mal alles zeigen, die ganze Landschaft, und man danach wieder eine Stunde zurückfahren muss. Ich glaube, ein paar hatten nicht dann nur Rios reisen oder so. Ganz schön knapp von der Zeit. Wie soll ich denn da so schnell hochkommen? Eine Minute 30 gleich nur noch. Ah, wir haben es aber gleich geschafft. Das schaffen wir. Es wird jetzt hier richtig Time.